Ach nö. Das will doch keiner. So. Das will ich. So soll ich aussehen. So. Hier kann man dann noch. Oh nö. Was soll denn das? Was soll denn das? So muss es aussehen. Und nicht an das. Spiel, nerv mich nicht. Ich will hier einfach nur gemütlich bauen. So, ganz gemütlich bauen. Und nicht unbedingt hauen. So, der war auch nix. Muss ich nochmal wegmachen. Damit der Boden auch wirklich gut aussieht, ne? Schon was Halbgares kommt mir nicht in die Bude. So. Oh, nee, 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 nee. So geht das nicht. Wie oft, dass ich da daneben klöppel. Lichtverhältnisse gefallen mir echt gerade nicht hier nicht. Ich hätte hier auch das Licht anbringen können. Huch. Ja, Licht. Auf einmal werden die Fackeln übelst hell und geben ja doch noch Licht her. Ja, es geht ja doch. Es geht ja doch. So. Aber wir haben da noch ein bisschen Tageslicht. Da wird mich das Spiel noch nicht so schnell ins Bett gehen lassen. So machen wir jetzt Türmchen für Türmchen. Oh, komm, ganz, ganz gemütlich. Muss ja nichts überhastet sein. So. Zack, zack. Hinknien, perfekt. Hier nochmal perfekto. So, da füllen wir das alles aus. Und jetzt wird es auch dunkel genug, dass ich dann auch schön langsam Richtung Bett wackeln kann. Und mich dann auch hinlegen kann. Dann wackeln wir mal zu unserem Bettchen hin. Zu unserem Bettchen hin. Wir wollen schlafen. Eigentlich nicht, aber hey. Wie wär's denn mal? Ein bisschen Schlaf tut ja nicht schlecht. Dann ist man erholt, kann man am nächsten Tag wieder vollends durchstarten. So wie man es eigentlich haben wollte und haben will. Und ja, läuft so ein bisschen. Nicht nur die Nase, ne? Julia ist ja momentan krank. Zum Glück hat sie mich nicht angesteckt, bis jetzt zumindest. Was nicht ist, kann noch werden. Da bin ich ja eigentlich eh froh, dass ich den ganzen Winter über noch nicht krank war. Zumindest nicht wirklich merklich. So ein bisschen Husten oder so. Der kommt aber bei mir auch immer relativ schnell. Das ist wie so eine Dampflok, die kommt einfach mal und bleibt nicht stehen. Aber mit dem kann ich mich eigentlich relativ gut arrangieren. Jetzt brauche ich die Werkbank, wirklich. Dann gehe ich mal zur Werkbank. Aber ich muss da wirklich auf Holz klopfen. So, zum Glück ist mein Tisch aus Holz. Dass ich noch nicht krank geworden bin bis jetzt dieses Jahr. Also diesen Winter zumindest. Diese Grippesaison lang. Dass ich mich da bester Gesundheit erfreuen kann. Es ist eigentlich schon schön. Da bin ich echt froh drum. Wenn ich sage, wie es da zum Teil andere Leute erwischt und zum Beispiel Julia auch, bin ich da echt froh. Dass ich da echt verschont geblieben bin. Vor allem dieses Winter war es ja eh nicht so leicht verschont zu bleiben von der ganzen Geschichte. Weil ja doch immer ziemlich viel rumgegangen ist. So, da habe ich nicht mehr zugemacht, oder? Muss ich mal rüber gucken. So, das haben wir jetzt auch mal geflickt im Vorbeilaufen. Nee, das ist so ein Zweierding. Eieiei, zwei ist der breit. Hier ist er auch zwei breit. Perfekt. Da habe ich mich ja direkt an meinem eigenen Bauplan gehalten. Aber hier müssen wir dann definitiv nochmal ein zweites Mal rein. Passt ja auch. Perfekt. Perfekt. So, die nächste Ebene. Die nächste Ebene. Einfach die Zwischenplattform reinziehen. Man will ja auch zu dem großen Turm gehen können. Den haben wir uns eigentlich noch gar nicht so angeguckt in der Dingenskirchen. Vom Weiten. So, ich muss hier dieses Monkey Island-Lied mal weiterdrücken. Auch nö. So. Oh, Mensch.
Mensch, 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 wie viel verhau ich denn da noch? Das müssen wir uns dann wirklich noch vom Weiten auch angucken. Wie sich der mittlere Turm so im Bilde der ganzen Bau, des ganzen Bauwerks so schlägt. Ja, schade, wenn der nicht so aussieht, wie er aussehen sollte. Das wäre echt blöd. So, komm nochmal her, hier. So. Oh, aua. Jetzt falle ich hier schon wieder runter. Ja. So. Das ist ja schlimm hier. Total schlimm. Total inkompetent falle ich hier runter. Und breche mir fast jede Gräte. Jojo. Da bin, aber ich bin wirklich froh, immer noch gesund zu sein. Dieses Jahr. Also, diese Grippewelle-Saison. War ja auch schwer genug. War ein hartes Stück Arbeit, so gesund zu bleiben. Und um ehrlich zu sein, ich hätte auch die Zeit nicht für krank zu sein. Aber wenn man krank ist, muss man sich natürlich die Zeit nehmen. Ich finde halt die Leute dann so krass, die trotzdem auf Gedeih und Verderben in die Schule oder in die Arbeit gehen. In die Arbeit finde ich fast ein Stück schlimmer. Weil wenn man sagt, wie viele Leute dann man anstecken kann. Und eigentlich die Wirtschaft oder die Firma irgendwo drunter leidet, finde ich dann schon ein bisschen fragwürdig, ob sich das dann wirklich gelohnt hat, da nochmal, ne, extra noch einen Tag zu arbeiten, obwohl man eh schon sterbenskrank ist. Momentan sind auch so viele laufende Nasen bei mir in der Arbeit, es ist der Wahnsinn. Kann ich schon gar nicht mehr weglaufen von, weil sie eigentlich eh schon mehr oder weniger davon rund um mich herum wimmeln. Und ich glaube, das ist momentan auch die beste Abhärtung für mich, dass ich andauernd irgendwie eine Schniefnase um mich herum habe. Wieso die Grippewelle angefangen hat, die Grippewelle-Saison so angefangen hat. Haben ein paar Da-Kollegen rumgeschnieft, wie blöd. Und haben mich da mehr oder weniger ein bisschen abgehärtet, würde ich sagen. Und ja, dann ging so die Arbeit los und es zieht sich bis jetzt eigentlich munter durch. Muss ich ja so zugeben. Also es ist immer wieder mal jemand total heftig krank. Aber mein Immunsystem denkt sich, ja, pff, Grippe, nö, kenne ich nicht. Ist nicht meins. Das lasse ich mal. Das lassen wir gleich gar nicht aufkeimen. Die töten wir sofort, die bösen Jungs. Und es ist auch richtig so. Kann auch ruhig so bleiben. Da freue ich mich direkt drüber, dass mein Immunsystem so gut arbeitet momentan. Obwohl ich mich momentan auch nicht so gesund ernähre. Vielleicht zu wenig Obst und so. Aber das ist ein anderes Thema. Da kann man ja immer rummäkeln an sich, ob man jetzt gesund lebt oder nicht. Aber es wäre ein bisschen mehr Obst, wäre natürlich schon so eine Sache. Dann würde man eventuell auch gesünder leben, auch besser, also nicht nur gesünder, sondern gesünder einfach. Mensch, und jetzt ist mir die Schwarzeiche ausgegangen hier, auch Menno. Ja, ich habe mal wieder die Abkürzung genommen, die geht einfach mal schneller. So, jetzt muss ich mir aber definitiv den Turm vom Weiten angucken, wenn ich hier schon wieder am Runtergehen bin. Ich muss ja auch runter, weil Schwarzeiche ruft mich, muss ich holen. Wäre sonst blöd, wenn ich das nicht tun würde. So habe ich ja keine Schwarzeichen mehr. Nee, Fichtenbretter. Jede Menge Erde. Cobblestone. Steinstufen. Erde und ein bisschen Sand. Okay. Nicht unbedingt der mordsmäßige Brüller hier, was wir hier am Start haben. So, jetzt gehen wir wieder ein Stück hier hinter, um uns das wieder angucken zu können. Ganz gemütlich. So. Nee, sieht gut aus. Auch mit den Glanzeffekten dran. Finde ich super. Also nicht Glanzeffekte. Mit den Gläsern dran. Natürlich müssen die ganzen Zinnen und so noch drauf. Aber die kommen noch. Es ist mal ganz einfach so, dass das noch kommt. So, jetzt lege ich erstmal den ganzen Schrott weg, den ich jetzt nicht unbedingt hier mitschleppen will, weil ich hier auch Platz habe. So, hier habe ich noch ein paar Fackeln, muss ich aufeinander stapeln, dann geht das auch. Hier das Eisen, hier noch mein
Dingenskirchen, Steinstufen kommen hier noch hin. Hier kommen mein Eisen hin. Ach ja, die Steinstufen konnte ich doch woanders hinpacken, weil hier habe ich noch ein paar mehr. So, perfekt. Kies, hier meine Kohle. Schwarzeiche lasse ich auch mal da. Das bisschen, was ich noch so übrig habe. Und dann gehen wir auch mal zu unseren Schwarzeichen und verkloppen die mal ein bisschen. Die haben es verdient. Die müssen hier mal richtig fett aufs Maul kriegen. Oder gehen wir zuerst ins Häuschen? Nee, wir gehen erstmal zu den Schwarzeichen und verkloppen die. Wie geht's denn eigentlich meinem Felde schon wieder? Ist schon wieder alles gewachsen? Nö, noch nicht ganz, aber am Ende der Aufnahmesession könnte ich nochmal eine Runde drehen. Zumindest so eine kleine. Ich könnte hier noch so eine Querverbindung bauen. Mit Weg und so. Dass ich das dann auch noch irgendwo an meinem Wegesystem anschließe. Also noch besser vernetze, muss ich sagen. Bei dem Weg hier so rüber. Ja, ginge schon. Wie schrittweise hier der Turm verschwunden ist. Ist ja lustig. Ja, dann machen wir hier ein bisschen Schwarzeiche platt und ich switche das Lied. Von Pest zur Cholera. Nicht unbedingt, nicht beides wirklich gut. So, mache ich erstmal die erste Schwarzeiche hier platt. Muss ja auch einfach mal gepflegt sein. Ich mache es zumindest so platt, wie ich kann, solange mir das Tageslicht hier noch reicht. Hier die Ecke ist ja wirklich dunkel. Also da kann man ja, müsste man schon das Streichholz anzünden, um irgendwas zu sehen. Huch, da habe ich ein bisschen Laub weggemacht. Das war jetzt nicht unbedingt meine Intention. Aber hier so unterm Baum ist schon verdammt dunkel, ne? Da geht ja die Hälfte unter. Das mir unbedingt hier zu Gesicht stehen sollte, dass ich irgendwie sehen sollte, aber hey. So, nochmal die Fackel zücken. Ah, hier ist noch ein Holzblock. Den hätte ich ja beinahe nicht gesehen. Achso, zerfällt eh schon, perfekt. Boah, hier geht's einfach mal abwärts. Wieso nicht? Einfach mal abwärts. Weil es lustig ist. So. Ganzen Holzstämme gleich wieder einsammeln. Das ist halt das Schöne an dem Baum hier. Also an den Schwarzeichen. Weil die wirklich so holzreich sind. So, hier habe ich die Hälfte übersehen gehabt. So, ist da noch ein Block? Ich sehe den nicht. Mir ist der Shader fast so dunkel. Es ist Laub. Das ist auch Laub. Perfekt. Okay, jetzt wird es dunkel. Jetzt muss ich aber heim. Jetzt muss ich heim zur Mami. Nicht, dass ich hier irgendwie angegriffen werde, hier im dunklen Wald. Scheiße, ist es hier dunkel. Wieso denn das? Das macht der Shader ohne Scheiß. Irgendwie tendenziell macht jeder Shader fast ein bisschen zu dunkel. Finde ich ein bisschen schade. Also ich hätte es gern ein Stück heller. Weil, dass es so schnell so dunkel wird, ist dann schon irgendwo ein bisschen fragwürdig. So, ins Bett legen tue ich mich nicht gleich. Ich könnte das ganze Zeug hier rausholen. Das ganze Essen. Ist ja doch wieder einiges, was sich da so angesammelt hat. So, hier ist noch ein bisschen Steak. Hier kommt Hühnchen um die Ecke. So, jetzt bin ich Level 33. Hier kommt noch Glas raus. Kann ich alles wegpacken? Muss ich jetzt nicht unbedingt zwingendermaßen mitnehmen. So. Perfekt. Perfekt. Haben wir das auch soweit. So, dann haben wir hier gebratenes Schweinefleisch. So, haben wir auch schon einige. Muss ich ja einfach mal so zugeben. Hier noch ein paar Steaks. Also als erstes fresse ich immer die Steaks. Das ist irgendwie voll komisch. Weil die irgendwie immer als erstes da liegen. So, Hühnchen haben wir auch schon jede Menge. Runter in den ersten Stock bringen wir natürlich noch das ganze Glas. Weil es einfach mal hingehört. So, Schilder, Falltüren, nächste Seite. Oder? Glas. Hier oben. Zack, zack, zack. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen Vorrat. So ein bisschen was. Ja. Und ich bin schon wieder maximal verwirrt in meinem Lager. So, hoch hier. Und einfach mal hinlegen. Vor der Tür steht auch schon wieder ein edler Zombie.
Er will hier uns schon wieder was andrehen. Ja. Ich weiß es haargenau, mein Junge. Du willst da einfach nur. So, ich leg mich schlafen, dann kann mich die ganze nächtliche Überfallkommando mal ziemlich am Hintern lecken, mal wieder. Und ja, kann mich kreuzweise einfach mal. Muss ja auch nicht sein, dass mich die hier des Nächtens stören, nur weil ich hier nicht schlafen will.